Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Aniroll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns noch mit den Anführer des Rudels hier angefreundet, mehr oder weniger, oder ihnen gesagt, dass wir voll den geilen Job abliefern werden und so. Jetzt müssen wir einige Orte säubern für die Banden und denen dann einen Ort zuteilen. Hi. Nur er ist ein Gegner, okay. Nur er. Niemand anders. Buff. Und frei, bitte. So, sehr gut. Vierblättriges Kleeblatt, ah ja. Ja, fertig. Keine Ahnung, warum macht der jetzt ein Zeichen, was ich. Keine Ahnung. Übrigens, falls euch das Video gefällt, könnt ihr ja bitte ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen, um den Kanal weiterzuhelfen. Das wäre sehr toll. Entschuldigung, ich wollte dich stützen. Ich gerade jemand mit dem Messer weggehauen. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Am Anfang. Mein Gott. Und dann noch dieses tolle patentierte blaue Leuchten. Ja, und dann noch das leuchtende Urin. Alkoholgehalt 35 Volumenprozent. Aber das hier ist nicht nur eine Attraktion, es ist eine von mehreren. Steh auf, Mann. Stecken die sich ja voll. Da ist eine Power Armor. Sollte die im Nuka Cola sein? Alter, ich will den. Uff. Du kommst da wieder raus. Du wolltest dich da eingraben oder so ein Dreck, ne? Nix da. Da ist die Nuka Cola Power Armor. Geil, habe ich noch eine zum kaputt machen. Und ich sehe auch da oben, wie man hinkommt. Was nicht verarschen? Mach gefälligst was. Machen die denn ja? Ah, ist ja kaputt. Hi. Ja. Was ist das? Was ist Strahlung auf Zeit? Ich dachte, wir sind immun dagegen. Das sind doch die Strahlung veränderte Viecher, die. So, aber ich dachte schon, wir irgendwie so ein Glitch und irgendwie die Arme haben sich voll verlängert oder so ein Dreck. Oh nein, es war nur Schienen. Ah, wo kommt der denn her? Fress er das und das und das und jenes. Habe ich jetzt Glitch. Seid ihr kommen? Und ja. Wo kommst du denn schon wieder? Ja. Knapp. Und die Waffe ist auch schon voll überpowert. Irgendwie. Bitte nicht nur solche Viecher. Boah. Ich hatte noch voll AP, was? Ich hatte auch irgendwas kaputt. Und spontan das Bein gebrochen oder irgendwie sowas. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Die Stimme irgendwie aufstellen.
Noch so ein Viech, ehrlich. Ah, abgeschlossen, ausgezeichnet. So. Gage, sehe, wie ich das hier aufmache. Nein. Blamier mich nicht von meinem Senpai. Ja, warte mal, ich bin sein Senpai. Ich bin der Overboss. Ja. Yeah. Oh, notice me, Senpai. Da, wo ist jetzt das Ding in hier? Das Kabel. Warte mal, ich bin schon wieder hier. Was? Was eigentlich? Boah. Hätte ich bestimmt aus Rohr geöffnet. Ich Cage irgendwie so als Ramme benutzt. So, ach, du warst bestimmt für Power Armor, ne? So, irgendwas habe ich hier in so einem Zettel. Ab durch die Decke. Ich hoffe mal kurz aufs Dach, um zu sehen, ob da irgendeine militärische Übung ist. Okay. Ja, was ist das hier? Sieht voll verdächtig aus. Da sind voll viele Nuka Quantums. Ich wollte eigentlich nicht hier runterspringen. Ach, ihr habt euch selber zermöbelt. Das ist sehr gut. Nom nom. Was sieht da nicht so, kommt bald zu mir. Vielleicht, wenn ich Sierra die Korken alle gebe, vielleicht kriege ich ja von ihr irgendwie ein Rezept für die Nuka-Granate. Gibt es in dem Spiel nicht mehr, ne? Aber die war auch awesome. Oh. Blaues Leuchten, unglaublich stark. Stärker als jeder Commonwealth Lurk. Das muss das Quantum sein, das hier durchfließt. Oh. Wir haben ihr Nest angegriffen, da kam sie rausgeströmt. Wir haben uns zurückgezogen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass einer dieser verdammten Lurks mit meinem Bein gezogen ist. Private Clay hat mich in Sicherheit gebracht. Dann habe ich ihn losgeschickt, um die anderen zu warnen. Aber ich konnte die Scheue selbst hier noch hören. Boah, willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, auf den Arm nehmen. Corporal Downey meldet sich ab. Für immer. Oh, was ist das denn für eine Verarschung? Warum geht die Tür nicht auf? Ach so. Jetzt kann ich darum den Mixer nicht ausprobieren. Oh. Was dann direkt natürlich wieder. Warte. Und? Okay, so, aber boah. Hier eine besondere Überraschung. Produzieren wir das neueste Mitglied der Familie, Nuka Cola Quantum. Wir müssen sie wohl ein andermal töten. Ich hier irgendwie was einstellen oder so. Was sind ja noch? Irgendwie auch. Ich will diesen Mischer da ausprobieren. Und die Power Armor will ich auch. Wie komme ich jetzt schon wieder rein? Ja, wo warten nochmal? Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Da komme ich schon wieder ganz raus. Boah.
Deswegen muss ich das hier überhaupt noch mal reinigen. Cool. Oh, geez. Oh ja. Da kann nicht mal passieren, wenn du mit mir arbeitest. Ist auch schon wieder dann geschützt. Ja, die können durch diese Dinger durchschießen, ist klar. Wenn ich hier nicht drauf drücken und den Strom hier einschalten. Hier schon wieder. Boah. Nuka-Cola Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes. Kann ich nicht von hier? Und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses tolle, patentierte blaue Leuchten. Was zum? Alter, wo bin ich? Ich will jetzt noch zum Power Armor. Wo kommst du denn schon wieder her? Alter. Schon wieder hier. Alter. Wo ist die Power Armor? Drück nicht auf so viele Tasten. Wer weiß, was passiert. Doch. Ich will auf die Tasten drücken. Alter, wo bin ich? Bin ich schon wieder her? Warte mal. Ich bin noch nicht im Kampf, die haben mich nicht gesehen, ne? Immer Auswahl, okay. Gott, was Zeit, Fernseher. Ach, das sind die ganzen Dinger, die ich hier mache, ne? Keine Ahnung. Ich hoffe, so ein Ding kann man sich auch in der Basis irgendwie aufstellen. Da muss jetzt die verdammte Power Armor noch mal. Ja, schon wieder nicht wahr sein. Na los, na los. Hier komme ich wieder raus, ne? Ja. Alter. Ich habe die Tür geöffnet. Irgendwo muss das Ding doch wieder sein. Ey. Ich sage, ich mich hier schon wieder fehl. Das ist genau wie bei Dings. Hier würde man das nicht mal kommen sehen. Das ist genau wie mit dieser Wim-Rüstung. Die habe ich auch mal gefunden, aber als ich hier irgendwann noch mal vor Partbeginn irgendwie finden wollte, habe ich sie nicht wieder gefunden. Und da ist eine Mine. Wo kommt auf einmal die Mine her? Hier war doch irgendwo, oder? Ja. Ah, epische Musik. Okay, was haben die Dinger für Effekte? +3 Beweglichkeit. Haha. Puff. Lass mich rein, du stimmst voll dagegen, ne? Ja, eine Power Armor, die voll schnell kaputt geht. Alles gezeichnet. Ja, das kommen wir ja raus. Ja, ich hätte die Rüstung schon vorher gehabt, dann hätte ich irgendwie einen Geist vom Thumbnail machen können. Aber was soll's. Das Begrüßungsgeschenk wäre doch gut gewesen. Bewegung eigentlich noch mal Aktionspunkte, ne? Ja, funktioniert das jetzt? Funktionierte bei den alten Power Armors nicht. Ich hoffe, die haben das irgendwie mal mittlerweile gepatcht oder so.
irgendwie so Minuteman-Lackierung und all sowas gab es ja. Und man irgendwie Charisma kriegt, wenn man alle Teile ausrüstet, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Soweit haben sie jetzt irgendwie gefixt. Ist auch egal. Ich habe schon hohe Werte. So, jetzt muss ich hier draußen noch alles kurz und klein hauen. Voilà. Das war vollkommen andere Orte. Oh, jetzt muss ich wieder herumgehen, ehrlich. So. Aha. I am smarter than you. Game that does not have a brain. Kann ich mal irgendwann eine Power Armor finden, die irgendwie ein Jetpack oder so hat? Ich meine, ich kann mir ja auch bauen, aber. Boah. Aber irgendwann so eine finden. So, kann ich so da rein? Ist irgendwas am rumlaufen. Oh, so da rein. Warum muss ich denn schon wieder da rein? Kann ich mal rein, oder? Ich kann draußen alles töten, glaube ich. Au, warte, wo kommst du jetzt schon wieder her? Und du? Und du, wo kommt ihr alle her auf einmal? Hammer Time. Dun, 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 dun. Ja, wo kommen die mal her? Boah. Hammer Time. Dun, 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 dun. Can touch me. Was ist das für Geräusche auf einmal? Was? Ja, wo kommt ihr auf einmal her? Ach du Kacke. Kennt ihr den noch? Nein? Dann stelle ich euch vor, Freunde, das ist mein Fatman. Der macht alles platt. Darf ich jetzt euch demonstrieren? Was ist das? Na toll. Bin alle kurz davor explodiert, wenn sie mich auf den Arm nehmen. Genau so läuft das. So, jetzt komm her. Jetzt kommt das natürlich wieder. Ich die blöde Königin erledigt habe. Verreck. Gar keine AP verbrauchen, sehr gut. Oh mein Gott. Ja, jetzt haben wir das. Natürlich nicht wieder so ein Problem mit meinem Fatman. Aber was kaputt? Nein, noch nicht. Diese blöden Eier zählen auch als Räumung. Ja, du bist natürlich wieder erst aufgetaucht, nachdem die ganze Action vorbei war. Warte mal hier. Was hat dieses Geschütz getötet?
der tollste Geräusch der Welt. Na, wo sind denn noch welche? Komm her. Ist ja oben Tothose. Wer schon wieder hat Radio angelassen? Ernsthaft? Okay. Warum kann ich hier hoch? Geile Aussicht. Aber deswegen habe ich diesen Trip hier gemacht. Okay. Kann ich auch eine Flagge platzieren? Der Bereich von Coca-Cola wurde noch nicht gesichert. Ach, das musste ich sogar machen. Aha. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Weiter eine Rande, sichere Dialog Gulch. Okay. Aber wird abgeschlossen, ausgezeichnet. Gut, dann kommen die nächsten Ort hier. Direkt dran. Das haben wir schon erledigt. Safari Adventure. Ich dachte jetzt echt, da wäre eine random irgendwie. Random Aufgabe. Aber nein. Das könnte vielleicht wehtun. Hat ja nur so ein bisschen weh getan. So, ich bin genau die falsche Seite hier runtergesprungen. Geil. Gut gemacht, Daniel. Hey. Das ist eine Red Rocket Raschette, das da eingehen. Boah. Jetzt stellt sich heraus, das ist die aus dem Trailer, den Intro und wo auch immer. Jetzt habe ich die noch nie gefunden. Die Werkstatt war Energie, ehrlich. Hier, ich mache Energie an. Die Pixel sind noch nicht mal jetzt geladen. Also Textur meine ich. Ich Pixel. Wir sind schon ein bisschen weiter und das ist meist halt verschlossen. Das macht mich neugierig. Boah. Oh. Boah, was ist das? Alter, das bewegt sich noch nicht mal. Danke. Hey, da brauche ich hier 5-6 Dinger sich nicht mal bewegt. Gibt's doch nicht. Ja. Dann für so random Zeug. Ich brauche eigentlich gar keine Sachen mehr öffnen. Wohl Zeitverschwendung eigentlich. Vor drei waren sie wenigstens mit gehen wir irgendwo anders hin. Ich schaffe sowieso jetzt nicht mehr zu irgendeinem dieser Orte hinzukommen. Dann können wir auch gleich irgendwo anders hingehen. Obwohl, machen wir die. Das dauert schon wieder ewig. Okay, komm her. Im Weg dahin, da sind schon drei Dinger wieder. Wieder verschiedene Orte gleichzeitig, ne? Aber dann ist die Story in diesen Addon ja eigentlich auch nicht so lange, oder? Wenn es jetzt schon direkt darum geht, die ganzen Parks hier zu erobern.
sind doch irgendwie die größten Orte hier in dem Spiel, in dem Addon, meine ich. Ja, da kommt noch irgendwas danach. Kommt wahrscheinlich noch, ne? Dafür gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, das hier zu lösen. Ja, okay, wie in den anderen DLC auch. Oder Fallout. Ja, ich wünschte, ich wäre irgendwo am Eingang. Ich kann mich heute hier irgendwo einteleportieren. Wäre wahrscheinlich einfacher. Da kommt wieder ein Ladebildschirm, aber das kostet auch schon wieder Zeit und Geld. Also nicht Geld, aber Zeit. So, lass mich darüber. So, ach, wir haben ja ein Zoo. Au. Okay. Ist hier irgendwann noch am Leben? Stimmt nicht. Hallo, was bist du denn? Gartok-Klauer, was? Nein, aus. Pfui. Böse Gartok-Klauer. Gartok-Klau-Plage, ehrlich. Hier gibt es mehr von denen. Gar keine Beschreibung. So, oh, ich habe das Ding untersucht. Tier denn aus? Stimmt, hier angefangen. Gehen wir mal da rein und starten im nächsten Part da, oder? Klingt das gut? Das klingt sehr gut, oder? Wo Reptilien aus? Das ist bestimmt nicht so groß. Boah. Boah, ich gehe gerne in den Zoo. Ich gehe gerne in den Zoo, da gibt es Tiere. Da gibt es Löwen, da gibt es Schlangen, da gibt es Vögel, da gibt es Fische. Ist schön. Ist ja nur eine Echse gewesen, oder wie? Und jetzt, die ist aber schlimm in einigen Orten. Wie Affenhäuser oder irgendwie sowas. Nein, unser Eisbär sollten Sie sich nicht in Panik haben, sondern stattdessen jetzt folgende Maßnahmen einleiten. Amputieren oder was? Überprüfen Sie, ob der Besucher eine gültige Eintrittskarte mit auf der Rückseite abgedruckten Haftungsverzicht besitzt. So eine gültige Reise muss er umgehen, eine Safari-Adventure voll. Was? Da muss er einen Bericht ausfüllen. Nach dem Ausfall der Safari-Adventure-Vorfallsbericht erfolgt die erste Hilfemaßnahme. Die Kosten für Material und Arbeitszeit des Sanitäters werden mit dem Besucher in Rechnung gestellt. Sollte der Besucher keine gültige Eintrittskarte besitzen, rufen Sie bitte schnellstmöglich die Sicherheit. Was? Also wenn du gebissen wirst und keine Karte hast, dann... Oh, Todesotter, was? Nehmen Sie nicht, dass man... Liebe Besucherführer, erzählen Sie den Leuten bitte nicht, dass man aus Schlangeneiern echt leckere Omelettes machen kann. Das ist einfach absolut falsch. Oder Sicherheitsproblem mit den Gruppen, die sich selbst AFAD nennen, sollte sie. Gibt es nicht wirklich? Ich kann nicht erlauben, aus den G genommen, Reptilien zu streicheln zu sein. Diese muss jederzeit zum Besucher führen, oder? AFAD gibt es nicht wirklich? Nicht zum Tierschutzbund? Oder was habe ich jetzt gerade im Kopf? Das war's ja, ne? Seid ihr abgeschlossen? Nö. Aber hier ist nichts mehr. Gut, dann beende ich ein paar hier. Wir sind in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich hoffe, ein paar hat euch gefallen. Dann könnt ihr ein Like oder irgendwie so was lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.